Alice Weidel im Bundestagswahlkampf 2017. In dieser Zeit hat ihr Kreisverband Bodensee Spenden einer Schweizer Pharmafirma erhalten. WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung liegen Kontoauszüge des Kreisverbandes vor. Alle Spenden mit dem Zweck Wahlkampfspende Alice Weidel. Insgesamt mehr als 130.000 Euro, gestückelt in 18 Tranchen. Alice Weidel erklärt im Interview, bereits im September 2017 von den Spenden erfahren zu haben. Das war ein Parteikonto und ich war nicht in dem Tagesgeschäft drin, weil Kontoinhaber mein Kreisverband ist und nicht ich selbst. Und dementsprechend habe ich es eben auch bei unserer Kreisschatzmeisterin und auch bei dem Landesschatzmeister in guten Händen gesehen. Das Geld wurde dann im April 2018, also mehr als ein halbes Jahr später, wieder an die Schweizer Firma zurücküberwiesen. Experten für Parteienrecht sehen den Vorgang aber trotzdem als problematisch an. Die einzelnen Überweisungen hätten als Großspende zusammengezählt und der Bundestagsverwaltung sofort mitgeteilt werden müssen. Aber vor allem: Das Gesetz verbietet es den Parteien, Geld aus dem Ausland anzunehmen, und zwar genau aus Nicht-EU-Staaten. Das ist deswegen illegal, weil wir nicht wollen, dass der deutsche politische Prozess durch ausländische Strippenzieher beeinflusst wird. In der eigenen Partei bekommt Alice Weidel bereits Druck. Ralf Özkara, Chef des AfD-Landesverbandes Baden-Württemberg, forderte ihren Rücktritt, sollte sich herausstellen, dass die Spende illegal und Alice Weidel frühzeitig informiert war.